So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir waren in der letzten Folge in einer Bank und haben uns mit Passierschein A38 auseinandergesetzt. Das ist nur so mäßig gut gegangen. Oh, wer bewacht das denn hier? Bewacht das überhaupt jemand? Ja, tatsächlich, das bewachen welche. Na, dann kommt mal her hier, ihr Motherfucks. Die sind auch fucking neu. So, weg mit dir. Du Penne. Zeit zu sterben. Noch wer? Ja, doch, offenbar kommen hier noch welche. Na, da komm ran. Oh. Zack. Du musst leider auch einfach drauf gehen. So, dann wollen wir mal gucken. Das müsste doch jetzt hier gewesen sein. Breitkopfbolzen. Ja, das könnt ihr behalten. Das ist Quatsch. Käsebrief an meine Mutter. Das dürft ihr natürlich wieder sehr gerne lesen. Da hinten ist auch noch was, ne? Ansonsten haben wir tatsächlich nur noch die beiden. Also mit den Fragezeichen erkunden ist hier jetzt gar nicht so anstrengend, wie das in Velen und Novigrad der Fall war. Da war ja wirklich sehr viel. Ach, guck mal, da ist dieser Palast, den wir da freigeräumt haben. Ach, das ist ja heftig. Hier ist wieder richtig Action, Alter. Sehr cool. Wir haben hier wieder einen richtigen Außenposten. Aber hart, ey. I like that. Ach, ich weiß nicht. Ich finde das immer cool, wenn die Map sich so auch ein bisschen mitverändert und man hier gute Dinge tun kann. Ich finde das einfach schön. Da merkt man einfach, dass seine Handlungen im Spiel auch ein bisschen Bedeutung haben. Und ich mag Spiele, die mir Entscheidungsfreiheit geben. Was haben wir denn hier? Magie. Ein Ort der Macht. Oh Gott, lol, was bist du denn für einer? Ein Wicht? Wo? Entspann dich mal. Das ist noch Sonnentennis. Na, den muss ich erstmal loswerden. So, jetzt kommt der Mr. Wicht mal dran, bitte. Ja, kommt doch mal bitte her. Lol, der kann mich einfach auskotzen, die Teile. Das ist ja eine wilde Fähigkeit. Das ist ja eine wirklich sehr wilde Fähigkeit, dass er einfach so komische Tünnisse hier auskotzen kann. So, Mr. Wicht, wir gehen jetzt aber mal in die Ruhe. Was snacken wir uns mal hin dabei? Der hat immer noch Kopfweh. Nein, fange ich an, wieder die Pfeile auszureißen. Keinen Nerv für. So, perfekt. Und auch ein Level up. Und wir können tatsächlich direkt den hier mitnehmen. Den Kollegen. What der macht. Sehr gut, das sind nämlich zwei Fähigkeitspunkte, die wir jetzt haben, Freunde. Das ist sehr gut. Einmal Charakter, zwei Fähigkeitspunkte. Wir können einen verbraten. Müsste eigentlich dann schon reichen, um das auch soft zu leveln, ne? Jawohl. Boom. Das da kann weg. Pfeile parieren ist völliger Humbug. Das braucht wirklich keine Sau. Perfekto. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich noch, wir brauchen tatsächlich jetzt noch 4 Level, also bis Level 48. Bis wir unsere kompletten Sachen da fertig haben. Wo ist denn mein Inventar? Da, ich kann nämlich das neue Schwert jetzt auch tragen. Das da, ne? Das war, ja, du hast mir gute Dienste geleistet, aber du bist leider ab jetzt nicht mehr interessant. Denn ich habe jetzt ein besseres Schwert. Außerdem war die Fähigkeit nicht so geil. Waffe, sobald sie rot glüht, dabei verliert der Anwender einen Teil seiner Vitalität, ist halt jetzt nicht so geil, ne? Zeichenintensität ist Bullshit. Einfrieren ist gut. Und wir haben hier nochmal 5% Chance auf Taumeln. Okay, Freunde. Haben wir noch? Wir hatten noch zwei Fragezeichen, ne? Ja. Da eins noch. Da eins noch. Zum Silbern. Ach, das war diese Taverne hier. Wir könnten vorher nochmal einmal unsere Sachen reparieren, würde ich mal behaupten, oder? Mal gucken, dass wir nochmal zu diesem Lager kommen. Da war ein Schmied, soweit ich das weiß. Und der hat Sachen repariert. Das ist ein chilliger Außenposten hier auf jeden Fall. I like that. Wir müssen auf jeden Fall aber auch nochmal den Waffenschmied. Du kannst nämlich einmal mein Zeug reparieren. Ja, ja.
Ja, genau. Ich möchte mir etwas an... Einmal nur reparieren, bitte. Perfekt. Gut, dann auf Wiedersehen. Bis später. Wir gehen nämlich jetzt direkt und ohne Umwege zum nächsten Fragezeichen. Und dann wird es auch mal bald Zeit, diesen anderen Hanse-Palast da nochmal auszuheben. Aber das kommt alles mit der Zeit. Erstmal gucken wir jetzt, was uns hier erwartet. Ich muss sagen, ich feiere meine Aufnahmesessions oder unsere Aufnahmesessions, sind ja eher gesagt. Ich feiere unsere Aufnahmesessions immer sehr. Weil es ist auch immer ein richtiges Highlight, sich einfach immer Essen zu bestellen. Ich liebe bestelltes Essen, so weiß nicht, so Pizza oder Döner, sich das einfach ordern, also sich einfach zu ordern, ist so geil. Oh, was haben wir denn hier? Banditenlager. Können wir direkt mal das neue Schwert ausprobieren, wa? Kommt mal ran hier, ihr Motherfuckers. Stimmt, ich habe diese Hanse abgeschlachtet. Oh, guck mal. Das ist das falsche Zeichen, Freunde. Ich habe leider Igni wieder nicht drin. Aber guck mal, die haben jetzt auch direkt wieder gesagt, so, oh, du hast diesen Strangentönnister abgeschlachtet. Und ja, das war ich. Ich feiere das, dass diese Karte, also dass diese Spielwelt so auf einen eingeht. Das ist so geil. Das ist jetzt erstmal ein Presse. So, das war's dann auch für dich. Und damit ist auch für dich Feierabend an der Stelle. Die Kronen mitnehmen. Kirschlikör und lokaler Wodka. Ich bin eigentlich wegen der Truhe hier, Freunde. Oh, Befehle von Sterlings Dragon. Und ganz viel goldener Becher. Oh, das ist auch nicht schlecht. Solche Sachen sind auch immer sehr angenehm, aber die sind schlechter als das, was ich habe, leider. Hm, das ist schade. Aber nicht so schlimm. Hier, Befehle von Sterlings Dragon, bitteschön, ihr habt... Ihr könnt hier gerne lesen. Dann haben wir noch... Oh, wir haben noch 3 Fragezeichen, sehe ich hier gerade. Dann müssen wir das hier noch einmal machen. Und da auch noch einmal gucken gehen. Und dann noch da drüben. Und dann gehen wir zur Quest, liebe Freunde. Dann gehen wir zur Quest. Aber ich weiß nicht, ich mag das einfach, hier die Sachen zu erforschen. Das ist richtig cool. Und ja. Oh, was ist das denn da? Da sieht doch schon wieder aus, als wäre da irgendein dickes Vieh am Start. Versteckter Schatz. Ja, okay, doch kein dickes Vieh. Aber eine Höhle. Da unten schwimmen irgendwelche Viecher rum. Dann wollen wir mal hoffen, dass die nicht zu stark sind. Da ist er trunken, Level 44. Ja, okay. Schieß den Ertrunkenen, bevor er dich angreift. Hey. Hallo. Schon hier halt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo soll... Ist das hier? Goldener Teller. Ist nicht so schlau. Hier war doch auch irgendwo ein Höhleneingang, oder? Bin ich jetzt bekloppt? Moment, wir müssen jetzt einmal nochmal hoch. Einmal Luft schnappen. Ich bin aber, glaube ich, noch nicht ganz richtig. Das muss hier irgendwo sein. Ja. Da drin. Das heißt, wir müssen einmal in das Wrack tauchen. Hallo, Gerald von Riva. Wäre cool, wenn du, ja, genau, das tätest. Das heißt, wir müssen jetzt einmal in das Wrack tauchen. Hallo, Gerald. Da lang, bitte. Danke. Ich habe aber wirklich sehr interessante Dinge dabei gehabt. Ja, mit. Das Logbuch des Captain angucken. Oh, das war viel zu schnell, das könnt ihr ja niemals... lesen. So, das hier dürft ihr einmal gerne lesen. Aha, wieder die Schatztruhe, die ist bestimmt in der Höhle.
Einmal nochmal hier hin. Und tauchen gehen. Ja, Geralt, dadurch. Die ist mit Sicherheit hier drin. Ein ganz schön weiter Weg, du. Ich hoffe, da muss ich nicht zurückschwimmen. Da ist auch schon wieder irgendein Gegner. Wo bist du denn schon wieder? Oh nee, nicht Sonnenteil schon wieder. Der war ja wirklich furchtbar. Boah, Junge, ey. Mal Entspannung, bitte. Eieieiei. Den hier hinleg, dann können wir ein paar Mal treffen. Da muss dieser. Was macht er jetzt da? Ach, da hat er sich so eingebuddelt, ne? Und dreht sich jetzt die ganze Zeit im Fall. Oh, Baldor! Merkwürdiger Tönnis auf jeden Fall. Na komm ran hier auf den Meter. Wilder, was haben wir jetzt? Das hat mich aber für einen guten Hit getroffen. Interessante Position, um zu sterben, Kollege. Aber wir können bestimmt da hinten rausgehen. Das wäre sehr cool. Aber hier muss irgendwo die Scheiße. Ich meine, ich habe sie auch gerade schon rot leuchten sehen. Hier oben irgendwo. Ja, da. Ach, guck mal hier. Oh. Nur als Schema. Und sehr viele interessante Sachen. Was ist das? Schlechter. Warte mal, ich würde mir gerne mal irgendwie, das war ein Schwert, ne? Wenn ich das richtig erkannt habe. Mit S fing das, meine ich, an. Dann wird das ein Silberschwert gewesen sein. Nee, auch nicht. Bin ich bekloppt? Offenbar. Offenbar spinne ich. Ah, mit T-Finger. Ach Junge, ich bin auch wirklich. Lesen ist wirklich auch schwierig. So. T. Da, Tanrell. Oh, das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Das ist viel, viel besser als das, was ich habe. Sollten wir uns mal drüber nachdenken, das vielleicht, oder sollten wir uns mal über hier beschädigtes Buch. Da, das könnt ihr auch noch einmal durchlesen, wenn ihr möchtet. Ich nicht. Gut, dann lass uns mal einmal gucken, ob wir nicht hier hinten rauslaufen dürfen. Muss ich den Scheiß jetzt echt zurücktauchen? Ich raste aus. Oh ne. Oh, ich will da nicht zurücktauchen müssen. Eieieiei. Oh, was ist denn für einer? Loren haben wir. Wunderbar. Gib her. Das ist jetzt aber doof, dass ich da zurücklaufen oder zurücktauchen muss. Das muss ich sagen, finde ich ein bisschen störend an dem Spiel. Dieses Backtracking, was du hier ständig hast, wenn du in so Höhlen bist. Also das hat Skyrim eindeutig besser gelöst. Da wäre jetzt da hinten ein Shortcut gewesen, wo man irgendwie einen Hebel hätte ziehen können oder wäre eine Wand runtergefahren oder so. Also das hat Skyrim eindeutig besser gelöst. Aber gut. Das sind Kleinigkeiten, über die man sich hier ärgert, ne? Da muss man nur noch einen Weg hier aus dem Wasser finden. Hinten, das sieht gut aus, da kann man Land gehen. Das sind halt alles, wie gesagt, Kleinigkeiten, über die man sich hier aufregt. An sich ist das Spiel ja wirklich sehr gut. So, Freunde, dann lass uns mal gucken. Wir hatten ja eine Quest eigentlich ausgewählt. Die hat sich natürlich jetzt wieder geresettet, weil wir eine andere kurz dazwischen hier genau das da. Die dazwischen geschoben haben. Warte mal, hier ist auch noch was, ne? Dann gehen wir doch mal da nochmal hin. Gucken, was da ist. Da ist bestimmt wieder so ein Winzerauftrag, so nah wie an der Straße, wie das ist. Gucken wir mal, was da passiert. Diese Winzeraufträge sind auch ganz witzig. Also du rennst halt quasi in so eine Höhle und tötest irgendein Monster. Auch ganz cool, muss man sagen. Eigentlich ganz witzig gemacht. Also ich mag die Erweiterung. Die Erweiterung ist cool. Die war eindeutig worth. Also die lohnt sich definitiv.
Wer die noch nicht hat, sollte die unbedingt mal ausprobieren. Ich empfehle sowieso, dieses Let's Play nur zu gucken, wenn man The Witcher selber schon mal gespielt hat. Man sollte sich das auf keinen Fall wegnehmen lassen hier. Nicht gut. Oh. Man sollte sich das hier eindeutig nicht wegnehmen lassen. Denn das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ups. Wenn man das hier nicht selber, spielt. Sehr viel Blut. Hier ist noch mehr Blut. Kikimoras. Okay, folge den Spuren der Kikimoras. Dann gucken wir nochmal, wo die Tönnisse da wieder sind, ne? Da hinten, safe. Oder da. Da. Das stinkt vielleicht. Wenn man will, wie die das Wasser so wegmachen würde. So, dann einmal den Krieger hier besiegen. Also das sind echt die schlimmsten, diese Krieger. Die sind echt, die machen guten Schaden und die blocken auch gut. Die anderen Pfeile, da die Arbeiter, die können gar nichts. Die springen da so ein bisschen durch die Gegend hier. Oh, das ist wirklich gerade gar nicht gut. Ich muss mal einmal tatsächlich meine Schwalbe mir reinscheppern. Ich sollte mal einmal hier dich mal los. Der Fuck, ist der wieder ausgewichen, der Schwanz, ey. Kikimora-Eier. Ich muss sie einäschern. Okay, dann machen wir das doch mal. Ah, die vermissten Arbeiter. Das ist ihnen also zugestoßen. Waren die befreien? Leben die noch, oder? Nö. Oder? Ja, guck mal, das Denkmal weitet sich auch immer weiter aus. Ne? Ich frage mich, was passiert, wenn das Denkmal irgendwann mal fertig ist. Ob wir dann irgendwas Tolles kriegen? Hm. Mal schauen. Gut. Ach, leck mich doch am Socken. Ich will die Leiche nicht untersuchen. Ich will jetzt erstmal das hier machen. Apropos, warte mal. Hier, Gewinnkartensatz. Da haben wir gar nichts, ne? Nahkämpfer? Oh doch, wir haben hier eigentlich schon relativ viel. Aber wir müssten die ganzen Loser mal rausnehmen, oder? Dass wir halt auch mal die Chance haben, bessere Karten zu ziehen. Weil ich habe ja den, der ist eigentlich ganz geil. Eine Kuh. Ich habe ja alle Karten tatsächlich drin. Okay, ich habe tatsächlich keine Karten für die Teile. Für Monster habe ich auch so gut wie gar keine Karten, ne? Oder? Doch, habe ich wohl. Den Feuergenius, eine Kuh und die drei Vampir, Sultan und Neckar. Hm. Na gut. Dann muss ich doch nochmal hier gucken, für alle Karten. Aber ich habe tatsächlich doch ein paar von denen. Alter, der ist dick. Und der ist auch dick. Nicht schlecht. Und Sultan habe ich auch, okay. Naja, Feuer, Skorpion. Wir haben auf jeden Fall ein paar nice Karten, so. Kann man nicht anders sagen. Aber, Freunde, gewinnt ist so eine Sache, das wird schwierig für mich. Das wird sehr, sehr hardcore, da tatsächlich alle Karten. Ich fände es cooler, wenn man einfach alle Karten benutzen könnte, ohne dass man auf die Fraktionen oder noch drauf achten müsste. Das wäre ganz cool. Weil dann könnte ich alle meine starken Karten, die ich habe, benutzen. Ich habe ja welche, die haben 10 Lee, also 10 mal Damage, so, weißt du, wenn du die spielst, bist du auf jeden Fall schon mal eine Runde vielleicht schon mal safe. Da muss man echt gucken. Also bei Gwind, da geht's echt bei mir ums nackte Überleben. So, dann sprechen wir jetzt mal mit den Kaufleuten im Lager. Gucken, was die für ein Problem haben.
Vielleicht kann ich da meine Weisheit unter Beweis stellen und kann mir mal das Schwert angucken, weil wir da Tolles bekommen würden. Weil wir gerade erst ein neues Schwert gecraftet haben. Egal, neue Sachen können nie schaden. So, Handelsposten. Irgendwas. Das Lager ist verlassen, aber die Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Sollte mich dennoch umsehen. Nein, hier. Die Farbe der Schuppe ist ungewöhnlich. Silbern habe ich noch nie gesehen. Hm. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Kampfspuren, Pfotenabdrücke. Eindeutig von einem Monster. Aber nur an einer Stelle. Hm. Muss ein Angriff aus der Luft gewesen sein. Sieht ganz so aus, hä? Du? Ein Mann. Er ist verblutet. Die Wunden stammen den Klauenspuren nach von einem großen Vieh. Und es hat ein breites Grinsen mit langen Zähnen, sagt die zerrissene Kehle. Blut, noch frisch. Der Monsterangriff ist noch nicht lange her. Das muss ein Drakonid sein. Ein Basilisk vielleicht? Allerdings sind diese Spuren irgendwie anders. Hm, komisch. Hier ist es gefährlich. Ich schätze, ein Basilisk treibt sich hier rum. Du solltest dich lieber fernhalten. Aber das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Was? Kümmern? Basilisken sind doch keine Schoßtiere. Das Vieh bringt hier die Leute um. Moment mal, er bringt keine Leute um, die nicht durch sein Revier kommen. Ich habe doch reichlich Warnungen aufgehängt. Eben damit niemand zu Schaden kommt. Das funktioniert ja. Das hat ja gut geklappt. Hier haben wir eine frisch zerrissene Leiche. Das war wohl ein Händler, armer Kerl. Ich habe heute erfahren, dass zwei Kaufleute trotz der Hinweise diesen Weg gewählt haben. Ich kam so schnell ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Hm. Du bezahlst die Familien der Opfer? Du bezahlst die Angehörigen? Wieso? Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie. Sie wurde uns von Herzogin Ademarta gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert. Wenn es aber doch mal passiert. Wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen, aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. Wo finde ich den Basilisken? Wo ist denn der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast. Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast zwei Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Gut, gut. Dann werden wir mal schauen. Irgendwo muss ja hier noch mehr sein. Das finde ich natürlich wieder sehr interessant. Die Menschen in diesem Land sind wirklich interessante Exemplare. Seltsam, diese Brandspuren. War das das Monstergift? Diese Unterart muss ja hochtoxisch sein. Oh ja, Wunden von Silberbasilisken werden ganz besonders. Ich muss einen Trank zum Neutralisieren zubereiten. Zerstörte Fässer, der Inhalt ist überall. Es muss Tannin drin gewesen sein. Zum Ledergerben. Das Monster hat die Fässer zerstört. Deswegen riechen die Schuppen so. Yokoko ist ja so neugierig. Besonders bei starken Gerüchen. Diese Fässer müssen sie zu der Karawane gelockt haben. Zerstörte Fässer mit Speichel dran. Ein Angriff. Hier hat der Basilisk sich wohl sein zweites Opfer geschnappt.
Jedenfalls gibt es zwei Gerüche. Gift und Tannin. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Jocaste steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht... Oh mein Gott. Junge, deine Mutter steht auch unter Artenschutz, ey. Du kannst doch keinen Basilisk hier halten. So irre, ey. Der Geruch ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Blutflecken. Eindeutig. Und die Leute sind völlig irre. Jetzt mal ohne Scheiß. Also... Da haben wir den Geruch wieder. Ne, guck mal. Hier ist der zweite... Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Okay, hier ist irgendeine... Lieber Gaston. So, bitteschön. Ihr dürft einmal gerne weiter lesen. Ich werde nicht lesen. Ich finde Lesen doof. Okay, wo ist jetzt der Geruch? Da. Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimmen. What? Was ist denn hier los? Jamor, Ovri, alles vorbereiten. Das Biest ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Geralt von Riva. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Haudegen? Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch, woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Immer noch Geralt von Riva. Geralt von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Bohold, Häcksler und Neuntöter. Und den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du. Ja, Bohold hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocaste auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Hm. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocaste in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Na, ich bin auch dafür, dass wir das Monster erledigen. Das Monster muss sterben. Wir arbeiten zusammen. Dann dürfte es schnell gehen. Nach allem, was ich dir über Jocaste gesagt habe, willst du sie umbringen? Oh, das wirst du noch bereuen. Ich kenne viele Leute. Ich sage allen, dass du das letzte Exemplar einer aussterbenden Spezies erschlagen hast. Okay. Tut mir leid, Meister Di Salvaris. Naja, eigentlich nicht. Monster bleibt Monster, ob nun silbern, golden oder kariert. Vorletztes Exemplar, letztes Exemplar, einerlei. Es ist ein gefährliches Raubtier, das Menschen tötet. Mehr muss ich nicht wissen. Kräuterkundler, Alchemisten, mein Bekanntenkreis ist groß. Sie werden dich hassen. Halt die Fresse. Ich sage ihnen, was für ein herzloser Grobian du bist, der sich keinen Deut um die Natur schert. Du wirst Mondpreise für ihre Waren zahlen. Nein, noch mehr. Kann mal jemand diesen Edelling knebeln? Also, Meister Hexer, wie wollen wir den Abschaum nun angehen? Wir haben Armbrüste. Sollen wir das Monster damit spicken, während du das Schwert schwingst? Oder wollen wir alle gemeinsam in den Nahkampf ziehen, mit dem Schwert in der Hand und Feuer im Herzen? Entscheide du. Bin für die du Armbrüste. Bist am erfahrensten. Nehme die Armbrüste. Du haust ab, bitte. Nehmt die Armbrüste. Mit Schusswaffen könnt ihr sie am Boden halten. Das ist eine gute Idee.
Hast du sie gesagt? Ja, sie ist ein Weibchen. Hört ihr, Männer? Dieser Hexer ist ein Fuchs. Auf eine Meile kann er erkennen, was die Eidechse zwischen den Beinen hat. Also gut, der Spezialist hat gesprochen. Machen wir die Armbrüste bereit. Los geht's. Das ist ja alles schön und gut, aber das Monster ist nicht in seinem Nest. Wir müssen es erst aufspüren. Nicht unbedingt, Hexer. Wir haben uns vorher schlau gemacht. Die Kaufleute benutzen Gerbstoff, um die Eidechse anzulocken. Warum tun wir nicht dasselbe? Habt ihr Tannin dabei? Natürlich. Hier, willst du es verteilen? Wow, ich bin beeindruckt. Tatsächlich mal jemand, der mitdenkt. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Da ist sie. Zu den Armbrüsten! Wir schießen das verdammte Vieh ab! Okay, let's go. Packen wir das Teil mal richtig ab. Let's go, Motherfucker. Wir holen uns die Teile. Wir holen uns das Biest. Weißt du, es ist ja alles schön und gut, so. Ist ja alles schön und gut, dass er sich da sorgt um das Biest, aber... Ich bin nur mal ein Hexer. Das erwarten die nicht. So, wäre voll fresh, wenn du mal wieder auf den Boden kämst. Geh echt mit dem hier abziehen. So, runter mit dir, Motherfucker. Das kriegst du auf die Fresse nämlich. Bewegt sich aber eher wie ein Greif, ne? Kann das sein? Eine Schwalbe reinbügeln. Guck mal, jetzt vergiftet mich das auch gar nicht so hardcore. Gott, Alter, ich nehme das. Das ist aber jetzt nicht so witzig. Jetzt müssen wir doch mal einmal ganz kurz chillen. Oh. Entspannen Sie sich. Kastell. Ach, schade, der war daneben. Ui. Alter, die gibt aber Vollgas, Lukaste. Bleib mal hier. Ich bin noch nicht fertig mit dir. So, jetzt darfst du abdüsen. Diese Adelsmänner sich immer mit ihren Kontakten brüsten. Junge, ich habe viel mehr Kontakte als du fucking Adelstönnis. Als würde sich einer... Als könnte sich irgendeiner leisten, keine Geschäfte mehr mit Meisterhexer Geralt von Riva zu machen. Der hat geklappt, Freunde. Sehr gut. Wie trefflich, an der Seite eines echten Hexers kämpfen zu dürfen. Du weißt wahrhaftig, das Schwert zu führen, mein Freund. Hattet ihr nicht eine Belohnung der Gilde erwähnt? Ha! Keine Umschweife, was? Ein Profi durch und durch. Hier, dein Anteil. Bis auf den letzten Kopper, wie vereinbart. Wir nehmen uns ein paar silberne Schuppen und den Schwanz mit, als Beweis für die Gilde. Naja, gib Gas. Ja. Ach, der schon wieder. Jetzt voll nicht rum, ey.
Und wir werden den Leuten von dir erzählen. Vor allem den Händlern. Dann kriegst du feine Preise. Danke. Lebt wohl. Das ist aber nett von euch. So. Jocaste, meine arme Jocaste. Grausam. Das brauchen wir jetzt nicht sehen, wie du da irgendwas noch da abschneidest. So, was haben wir, was macht denn dieses, I like that. 1% Chance aber nur auf jeweils die Sachen. Ich weiß ja nicht, oh, das ist auch eine Stahlwaffe. Die ist sogar viel besser als meine. Lul, warum werde ich denn jetzt mit so guten Sachen überhäuft? Wann kann ich die dann tragen? Oh, dauert noch ein bisschen. Na schön. Okay. War das jetzt die Quest oder was? Nein. Twitter zu Diensten. Das kann nur eingeben. Das ist auch immer noch nicht richtig. Papierkrieg. Okay, warte eine Woche. Wilder Wolf. Okay, dann haben wir tatsächlich die Sachen. Was können wir noch machen? Ritter zu Diensten. Komm, das machen wir. Wo ist der nächste Schnellreisepunkt? Der nächste Schnellreisepunkt ist hier dieser Handelsposten. Da gehen wir jetzt auch hin. Haben wir eigentlich noch irgendwo? Hier unten sind noch ein paar Fragezeichen, die ich noch nicht abgearbeitet habe, ne? Na gut. Dann schauen wir mal, was der herzogliche Kämmerer für mich für einen Auftrag hat. Bin sehr gespannt. Irgendwas Gutes muss es ja sein, ne? Aber Freunde, wir haben schon wieder 37 Minuten voll. Diese Stunden-Special-Folgen, die sollen ja nicht allzu oft kommen, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.